Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben als Koalition im Januar 2016 vereinbart, den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte und nur für diesen Personenkreis für 2 Jahre auszusetzen. Sie fordern jetzt, dass der Familiennachzug für diese Gruppe sofort wieder aufgehoben wird. Wir, die Unionsfraktion, könnten uns und können uns diesen Anträgen nicht anschließen. Warum? Wir haben über 1,2 Millionen Asylbewerber in den letzten 2 Jahren nach Deutschland bekommen. Die Versorgung, die Unterbringung und die Integration ist eine enorme Aufgabe, die unsere Kommunen, unsere Behörden und auch den ehrenamtlichen Helfern viel abverlangt. Und sehr geehrte Frau Kollegin Dörner, sehr emotional, wie Sie heute vorgetragen haben. Ich habe aber den Eindruck, Sie waren wahrscheinlich bei der Anhörung am 20. März 2017 nicht dabei, in der uns unter anderem der Städtetag berichtet hat, dass heute schon rund 200.000 Flüchtlingskinder in die Schulen integriert werden müssen, dass rund 60.000 Kita-Plätze fehlen, dass laut Bildungsbericht bis zu 44.000 Erzieherinnen, Lehrer und Sozialarbeiter fehlen, dass es an Wohnungsknappheit fehlt, an der Unterbringungsmöglichkeit fehlt. Und der Deutsche Städtetag hat uns ausdrücklich darum gebeten, an der Aussetzung des Familiennachzuges für die subsidiär Schutzberechtigten bis zum März nächsten Jahres auch festzuhalten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch daran erinnern, dass es bis zum Jahr 2015, nämlich bis zum August 2015, geltendes Recht war, dass grundsätzlich bei subsidiär Schutzberechtigten kein Anspruch auf Familiennachzug besteht. Wir haben darüber hinaus in dieser Woche im Ausschuss, im Innenausschuss vom Auswärtigen Amt den Bericht bekommen, dass aktuell 200.000 bis 300.000 Nachzugsberechtigte Personen vorhanden sind, dass mit diesen zu rechnen ist und dass unsere Visastellen in der Türkei, in Erbil und auch in Beirut Wartezeiten haben von 1 Monat bis 12 Monaten. Das heißt also, wenn man jetzt, so wie Sie es fordern, den rund 200.000 Personen mit subsidiärem Schutz sofort gestatten würde, ebenfalls ihre Anträge zu stellen, dann würde das bedeuten, dass für die GfK, für die Flüchtlinge nach der Genfer Schutzkonvention, die Wartezeit noch länger dauern würde. Das wiederum haben wir schon am 20. März in der Anhörung, die zu diesem Thema erfolgt ist, ebenfalls mitgeteilt bekommen. Was ich damit sagen will, wenn wir nicht in der Lage sind, den Familiennachzug vernünftig zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen, dann schaden wir auch den Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention, weil sie dann ebenfalls wesentlich länger auf die Bearbeitung ihrer Anträge warten müssen. Und es geht uns nicht darum, dass wir keinen Familiennachzug gewährleisten wollen, sondern wir haben eine europarechtlich zulässige Wertung vorgenommen, die auch bis vor dem August 2015 geltendes Recht in Deutschland war, und haben gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention und dann auf die subsidiär Schutzberechtigten. Und dafür gibt es gute, sachliche Gründe. Die sind auch in der Aufnahmekapazität und in den Aufnahmemöglichkeiten unseres Landes begründet. Und Sie wollen mir ja jetzt wohl nicht alle hier allen Ernstes erzählen, dass Ihre Bürgermeister zu Hause Ihnen sagen, oh prima, das klappt hier alles bei uns ganz gut. Wir schaffen das auch völlig problemlos, die hier alle aufzunehmen. Das mag vielleicht daran sein, dass es Länder wie Bayern gibt und Baden-Württemberg, die mehr belastet sind als andere Länder. Aber man kann solche Argumente nicht einfach vom Tisch fegen und sagen, das interessiert uns mal überhaupt nicht, was die Länder und Kommunen hier tatsächlich vor Ort auch für Probleme haben. Und ich finde, wir handeln damit auch verantwortungsvoll, weil subsidiär Schutzberechtigte nun mal per se einen anderen und geringeren Schutzanspruch haben als Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Und deswegen sind wir auch ganz klar bei unserer Beurteilung Ihrer Anträge. Und ich halte es im Übrigen für absolut unzutreffend, Frau Kollegin, wenn Sie sagen, dass es nach Paragraph 22 des Aufenthaltsgesetzes nicht möglich wäre, in Härtefällen nach Deutschland zu kommen. Auch hier haben wir erst im Innenausschuss in dieser Woche, und ich halte Ihnen zugute, dass Sie dort ja nicht vertreten sind, vom Auswärtigen Amt beispielhaft exemplarisch 2 Fälle geschildert bekommen, in dem natürlich auch nach Paragraph 22 die Möglichkeit eröffnet worden ist, hierher zu kommen. In einem Fall war es eine Familie,
waren es 4 Kinder, wo die Mutter gestorben ist, 4 syrische Kinder, die nach Deutschland kommen konnten. Im anderen Fall war es der Nachzug einer Familie mit einem epileptischen Kind. Das waren jetzt 2 Beispielsfälle von mehreren Beispielsfällen. Und so müssen wir handeln, dass wir schauen, dass wir an dieser Stelle Härtefälle abfedern. Aber das, was Sie jetzt wollen, zum jetzigen Zeitpunkt vor März 2018, das für alle Flüchtlinge zu öffnen, das ist für uns und für die Situation in Deutschland ebenfalls verantwortungslos. Und deswegen werden wir damit nicht mitstimmen. Und ich will es auch gleich schon mal ankündigen. Wir werden uns sehr wohl auch überlegen müssen, wie wir ab März 2018 vorgehen, weil ich auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht glaube, dass wir dann mit den Aufnahmemöglichkeiten in unserem Land einfach so sagen können, so von heute auf morgen funktioniert das mal so ganz einfach. Das wird aber die nächste Koalition zu entscheiden haben. Das, was Sie wollen, ist nicht humanitär. Das hat mit Humanität nichts zu tun, weil Sie die einzelnen Flüchtlinge noch länger auf ihre Antragsbearbeitung warten lassen würden. Und das, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kann ich in keinster Weise vertreten. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes spricht die Kollegin Frau Ulla Jelpke von der Fraktion Die Linke.